Die Universität Mannheim. Sie wird in der Exzellenzinitiative mit einer graduierten Schule gefördert. Ihr Motto lautet: profilstark, wirtschaftsnah, international. Herzlich willkommen an der Universität Mannheim. Das ist unser Schloss. Ich bin Essert. Ich promoviere an der Uni Mannheim in Finance. Ich bin Antonia und studiere Wirtschaftsinformatik im Masterstudiengang. Die Uni Mannheim ist eine Campus-Uni, sehr zentral gelegen. Und bis zur Fußgängerzone sind es nur 5 Minuten. Und wer auch mal relaxen möchte, kann gern zum Rhein und Neckar gehen. Jetzt zeigen wir euch unseren Uni-Alltag. Kommt mal mit. Die Universität Mannheim befindet sich zu weiten Teilen im Mannheimer Schloss, dem größten Barockschloss Deutschlands. Im Mittelteil sind auch noch ein Museum und Ausstellungen zu bewundern. Die Uni bietet eine einmalige Atmosphäre. Ihr Campus ermöglicht kurze Wege zwischen allen Disziplinen. Gleichzeitig liegt sie nicht wie andere Campus-Universitäten auf der grünen Wiese, sondern ist eingebunden in das städtische Leben. Das ist der Ostflügel der Universität Mannheim, der Haupteingang. Hier sind die Vorlesungsräume unserer Uni. Die Uni ist ausgeprägt für Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Besonders gut schneiden wir ab in dem Ranking für die Betriebswirtschaftslehre. Hallo, mein Name ist Lina. Wir stehen jetzt gerade hier mitten in unserer Universitätsbibliothek. Manchmal gleicht unsere Uni einem kleinen Museum. An vielen Stellen im Campus kann man schöne Kunstwerke, Bilder oder Fotografien bewundern. Wie an jeder Uni auch, gibt es auch an unserer Uni eine große Hauptmensa mit vielen verschiedenen Essensmöglichkeiten. Aber auch sonst gibt es auf dem Campus verstreut viele Möglichkeiten, einen Kaffee zu trinken oder auch nur eine Kleinigkeit zu essen. Zum Beispiel das Café EO hier oder auch am A5 gibt es noch das Café Soleil und viele andere Möglichkeiten. Außerhalb des Schlosses, bei den Gebäuden der Sozialwissenschaftler zum Beispiel, gibt es auch noch Hörsäle. Zurzeit sind Vorlesungen und deswegen sind alle Plätze leer. Jedoch, wenn keine Vorlesungen sind, sitzen die Studenten zusammen und reden und haben Spaß. Die erst 1967 gegründete Universität Mannheim ist eine der jüngeren Universitäten Deutschlands. Mannheim war vor der Uni-Gründung vor allem eine Arbeiter- und Industriestadt, hat aber im Laufe der Jahre den Sprung in die postmoderne Welt geschafft. Das Profil der Universität spiegelt sich in den Forschungsleistungen wider. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gehört Mannheim zu den besten Forschungszentren in Deutschland. Viele unserer Kombinationen von den Fächern sind für die Studierenden, glaube ich, deswegen auch interessant, weil sie Fächer, die vielleicht sonst gar nicht so nah am Arbeitsmarkt sind, für die Studierenden arbeitsmarktfreundlicher machen, ohne damit sie zu sehr in eine Richtung drängen zu wollen. Kombination von Geschichte und Wirtschaft, von Informatik und Wirtschaftsinformatik und BWL und Organisation, all das sind Kombinationen, die in der Wirtschaft deutlich stärker nachgefragt werden als die ursprünglichen reinen Fächer, aber doch für die Studenten vielleicht eine Bereicherung darstellen. Und jetzt gehe ich in das Lehrstuhlseminar, in dem Doktoranden ihre aktuellen Forschungsprojekte präsentieren. Die Graduiertenschule GES wird von der Exzellenzinitiative gefördert und ist bundesweit die erste Doktorandenschule mit einer gemeinsamen Doktorandenausbildung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Über 50% der Studierenden kommen aus dem Ausland. Dieses Seminar ist eine regelmäßige Veranstaltung hier, in der regelmäßig jede Woche Doktoranden, die im Bereich Finanzwirtschaft promovieren, ihre Forschungsergebnisse präsentieren und dann diskutieren. Und das ist quasi Teil der Doktorandenbetreuung, die wir hier durchführen. Die einstige kurpfälzische Residenz Mannheim ist mit fast 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt von Baden-Württemberg. Ich studiere sehr gern, besonders in Mannheim. Die Stadt bietet viele Möglichkeiten für Studenten, ihren Spaß zu haben. Man kann natürlich großartige Partys feiern, wie die Schneckenhof-Partys. Ansonsten gibt es auch ein sehr großes kulturelles Angebot. Besonders das Nationaltheater ist sehr stark in Bezug auf Angebote für Studenten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu wohnen in Mannheim. Wohnungen sind relativ günstig. Ich zum Beispiel wohne in einer Zweier-WG privat. Aber man kann auch in den Studentenwohnheimen wohnen, die sehr schön ausgestattet sind. Im Jahr 2007 baute die Universität Mannheim als eine der ersten deutschen Hochschulen ein eigenes Stipendiensystem auf. Eine Besonderheit sind die Stipendien für Spitzensportler. Hallo, ich bin die Debbie.
Ich studiere BWL an der Universität Mannheim und eigentlich mache ich Leistungssport. Ich sprinte 100 Meter, das ist mein Verein, MTG Mannheim. Und das Besondere ist, dass ich durch die Universität Mannheim und durch das Sportstipendium Sport und Uni vereinen kann. Das Sportstipendium ist einmalig in Deutschland. Über 30 Leistungssportler studieren jetzt an der Universität Mannheim. Die erhalten finanzielle als auch organisatorische Unterstützung. Mein Leben besteht aus Studium und Sport. Und das primäre Ziel oder mein größtes Ziel ist es, an den Olympischen Spielen 2016 teilzunehmen. Und das ist für mich nur möglich durch das Sportstipendium in Mannheim. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ein ganz besonderes Programm an der Uni Mannheim ist das Mentorenprogramm. Dafür treffen sich Mentoren und Mentee regelmäßig zum Beispiel auf einen Kaffee und besprechen mögliche Berufschancen. Dabei gibt der Mentor Insiderinformationen aus dem wahren Berufsleben. Die Einheit von Forschung und Lehre prägt das Leitbild der Uni Mannheim und ihrer ausgewiesenen Forschungseinrichtungen. Es soll bewusst beibehalten und gestärkt werden. Wenn ich heute noch mal studieren würde, dann würde ich ganz sicher in Mannheim studieren. Wir haben hier eine Gruppe von Professoren, die international aus allen Ecken der Welt kommt und ausgebildet ist, eine ganz besondere Atmosphäre reinbringt, auf allerhöchstem Niveau arbeitet. Wir sind in Europa anerkannt als eine der besten Fakultäten in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und das Ganze in dieser Atmosphäre, in der wir von den Studienprogrammen her versuchen, eine Lernatmosphäre aufzubauen, in der die Studenten sich entwickeln können. Und wo jeder, glaube ich, auch was findet, was für ihn angemessen ist, weil es doch relativ breit aufgestellt ist. Ich studiere gern an der Universität Mannheim, denn wo sonst kann man in so einem schönen Schloss studieren? Ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss. Tschüss.